Willkommen zurück in Sunhaven. Es ist Freitag, es gibt Blumen. Genau. Dankeschön. Jo, dann haben wir hier ein Kartoffelfeld fertig. Und einen Baum, der nerven wird. Ach, wir können eigentlich direkt gießen. Da fehlt noch einer. Dann sind wir mit dem Frühlingsgedöns durch. Das dürfte ja dann jetzt auch. Na, da fehlt noch einer. Okay, aber trotzdem dürfte das jetzt nicht mehr lange dauern. Ich meine, wir haben auch schon den 13. Und die Melonen sind so ziemlich das, was am längsten dauert, oder? Die sind in 3 bis 4 Tagen erntereif. Die haben wir einmal nicht gegossen, wie es aussieht. Das ist traurig, aber it is what it is. So, hier haben wir aber diesmal nicht so viel zu tun. Wir haben ein Feld neu zu bestellen. Das sollten wir aber hinbekommen, abgesehen davon. Ach ja, wir sind komplett voll. Da war was. Wir brauchen mal eben Mana. Ein Schluck sollte ja reichen. Und dann da nochmal eine Regenwolke drüber. So, wenn die durch ist, gehen wir eben die Tiere versorgen. Du wirst im Weg stehen. Weg mit dir. So, Schwein, Schaf, Kuh, Kuh. Du stehst da gerade so schön frei, Hühnchen. Nochmal Hühnchen, jetzt haben wir es doch. Die waren jetzt besser erreichbar. Okay, ja. Bevor wir wieder in den üblichen Trott verfallen, würde ich heute, glaube ich, ganz gerne ein bisschen ausbrechen aus diesem Trott. Erst leer machen. Ein bisschen ausbrechen aus diesem Trott und vielleicht mal was machen, was wir schon länger vor uns haben. Da ist auch falsch. Wo ist denn das Saatgut? Da ist das Saatgut. So, da kommst du rein. Blübarsch. Hatten wir den schon abgegeben? War der fürs Museum oder nicht so sehr? Ich lege ihn mal sicherheitshalber hier rein. Bei dem bin ich mir unsicher. Karpfen kann weg. Eisenkopfstör kann weg. Der Saphirring, den ziehen wir wieder an, wenn wir kämpfen. Cuttlefish ist zum Abgeben. Okay, dann bringen wir mal gerade die Bären weg, beziehungsweise wir holen den Fisch jetzt gerade nochmal raus. Und schmeißen ihn hier rein. Es sind sogar zwei gewesen. So, dann bringen wir die Bären eben weg. Orangen sind jetzt nicht unbedingt Beeren, aber ja, der Teleportation Gem, den legen wir aber gleich erstmal in die Kiste. Denn ich würde gerne heute mal ein bisschen was anderes machen, da es ja dann doch langsam wieder täglich grüßt das Murmeltier wird. Auch wenn wir ja jetzt ein bisschen die das Socializing quasi ein bisschen in den Vordergrund stellen, was wir auch auf jeden Fall noch weiter treiben werden. Weizen eigentlich am besten direkt ein bisschen Tierfutter daraus machen für Nelvari. Wenn wir mal den richtigen Tisch erwischen. Ach was, können wir jetzt endlich aus Truhen craften? Ist es das? Ist das passiert? Boah, wie super ist das denn? Dann machen wir erstmal 80. So, den Mithrilhelm geben wir abgeben, bevor das. Ja, wir haben noch 2 Tage. Wir geben den mal eben ab. Und ein Feld voll machen. Ich würde. Haben wir. Wir haben Honigblumen, oder? Weil die brauchen wir für deines. Da hatten wir doch schon was von geholt. Eigentlich für eine ganz andere Stelle. Aber dann fangen wir damit jetzt erstmal an. Weil, wie gesagt, die brauchen wir für deines. Wie lange brauchen die? 4 Tage, okay. Da werden keine 30 rauskommen. Aber den Rest pflanzen wir dann wieder irgendwo in der Mitte an. Das passt dann schon. So, wir gehen jetzt eben den Mithril-Helm abgeben. Bei Albert. Wer ist denn du da? Ja, du da irgendwie. Irgendwie da so. Da oben. Ach, er ist Albert. Alles klar. Und da liegen Brillen rum. Da liegt eine Brille rum. Also Glas ist quasi. Albert, oh mein Gott. Das ist ein wunderschöner Helm. Er sieht genauso aus wie der, den ich vor so vielen Jahren im Kampf getragen habe. Ich danke euch. Kein Problem. Gib mir so einen niedbaren.
Und du kriegst deine Brille zurück. Da sind sie also hin. Ich habe noch eine Ersatzbrille, aber die ist so zerkratzt, dass ich kaum noch durchsehen kann. Vielen Dank, Farmer. Kein Problem. Gib mir Angel-EP. Und dann reden wir hier mit Mion oder sowas. Die hat uns aber nichts weiter zu sagen. Da müssen wir irgendwie erst Herzchen sammeln, bevor es da weitergeht. So, dann würde ich eigentlich ganz gerne heute mal was angehen, was wir schon ewig und drei Tage auf dem Kalender stehen haben, aber nie dazu gekommen sind. Und weil wir eigentlich auch nie Zeit dafür haben, aber wir nehmen uns die Zeit jetzt einfach dafür. Wir gehen den Big Boss Schleim umklatschen. Oder wir versuchen es zumindest. Wenn ich den Weg dahin noch finde. Und auf dem Weg können wir ein paar Sachen mitnehmen. Erdkristall brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Da liegt aber ein goldener Granatapfel. Rein damit. Ich glaube hier links weiter. Oh, hier ist ja auch noch Wasser. Kann man hier angeln? Ich würde mal kurz gucken. Ja, hier gibt es auch Fische. Na, dann ist ja die Frage, gibt es hier, wenn wir in die richtige Richtung gucken würden, auch irgendwelche Special-Fische, sodass man hier angeln muss fürs Museum? Oder gibt es hier einfach nur dieselben Fische wie sonst auch? Ich kann nicht casten, weil ich kein Mana habe. Okay. Reicht das für den Kleinen da unten? Ich meine, den da kriegen wir offenbar nie wieder da raus, wie es aussieht. Oder? Ne, den kriegen wir nicht. Ich sollte mich nicht so ablenken lassen. Mana ist jetzt quasi auch schon wieder leer. Er hätte jetzt gehofft, dass es den auch noch dazu gibt, aber nein, offenbar nicht. Kommen wir nochmal zwei, dass wir nochmal gucken können. Nein, ich würde ja hoffen, dass die Fische vielleicht irgendwie, ja, die können wir aber auch schon, irgendwie nicht ortgebunden sind, aber ich befürchte es fast. Wir gehen erstmal den Schleim klatschen, wir können hier drauf zurückkommen. So, ich glaube, er war oben, oder? Da gibt es erstmal noch einen Mana-Tome. Das Hartholz können. Wobei, Hartholz, wir haben jetzt einen Ring für Hartholz. Das müssen wir nicht unbedingt mehr mitnehmen. Aber die 6 Pfirsiche hätte ich gerne. Sind wir voll? Wir sind voll. Ah, nicht aufgepasst. Ja, na gut. Wir sind mit viel zu viel Zeug losgelaufen. Egal, den Schleim klatschen wir dann jetzt erstmal. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch den Fisch nicht bekommen, der dann noch im Wasser liegt. Na gut, mal gucken. Der hat ja nur 4000 oder irgendwie sowas. Das sollte ja schnell gehen. Du solltest dich geehrt fühlen, von einem Schleimkönig wie mir verschlungen zu werden. Rar. Ja, 4000, komm. Mehr Soldaten, mehr Soldaten, mehr Soldaten! Mehr Schleimsoldaten, doppelt so viele! Euer König verlangt eure Unterstützung! Mehr Soldaten, mehr Soldaten, mehr Soldaten! Ja nun, der war jetzt nicht mehr so herausfordernd. Hä? Ich sah aus, als bräuchte ich Hilfe? Ich hatte den Schleim genau da, wo ich ihn haben wollte. Ha! Naja, okay, vielleicht habe ich das nicht. Der große Kerl kam einfach aus dem Nichts und brabbelte was von Essen, was er will. Also beschloss ich, ihn zu erledigen. Natürlich hast du das. Ich hatte nur nicht erwartet, dass er so stark ist. Ha! Wie auch immer, mein Name ist Ryder. Wer könntest du sein? Du kannst mich LeFlay anrufen. LeFlay? Das klingt nach einem ziemlich starken... Nein. Bist du auch gekommen, um deine Macht im Verlies der Prüfungen zu testen? Bitte was?
Deinem verwirrten Gesichtsausdruck zu urteilen, weißt du nicht, wovon ich spreche. Ist der Dungeon of Trials gefährlich? Macht der Kerker der Prüfung Spaß? Macht das Spaß? Es ist ein uralter Kerker, in dem Kämpfer ihre Fähigkeiten testen und an Macht gewinnen. Sie kämpfen Stockwerk für Stockwerk gegen Herausforderer in einem Kampf um Stärke und Ausdauer. Kurz gesagt, es ist ein Haufen Spaß. Es gibt alle Arten von Belohnungen für die, die stark genug sind, sie zu nehmen. Vielleicht sehen wir uns ja mal, wenn du dich der Aufgabe gewachsen fühlst, hm? Wir sind voll. Jetzt, wo der Schleim beseitigt ist, gehe ich wieder rein. Sei kein Fremder! Ja, wir nehmen... Ich weiß gar nicht, wie hoch wir Erkundung haben. Gucken wir mal. Und wir haben einen Prinz Slimus, der... Das ist keine römische Ziffer. Also, was auch immer, das ist keine römische Ziffer. Der Kronprinz des Schleims bereit, mit dir die Welt zu bereisen, um königliche Weisheit zu erlangen. Natürlich. Und wir haben keinen Platz dafür. Komm, wir essen eine Kaulquappe. Wobei, wir haben kein Leben verloren. Haben wir irgendwas, das uns zumindest ein Maximum auf irgendwas... Ja, Beere. Kommen wir uns die Beeren rein, das passt schon. Rein. Damit. Dann gucken wir jetzt kurz rein, auch wenn wir natürlich nichts mitnehmen können, weil wir komplett voll sind. Da gibt's Kisten. Verschlossen. Ihr müsst Kerker Etage 1 abschließen, um die Truhe freizuschalten. Okay, verstehe. Das heißt aber wahrscheinlich, wir können auch einfach später zurückkommen. Ryder. Oh! Wollt ihr ihren Mut testen? Oder gibt es etwas, das sie gerne wissen möchten? Ja, was ist das hier erstmal? Dies ist der Kerker der Prüfungen, oder zumindest nenne ich ihn so. Er wurde hier gebaut... Verdammt, ich weiß nicht. Vor einer sehr langen Zeit von jemandem. Aber das ist nicht wichtig. Es gibt 30 Stockwerke voller Feinde, die darauf warten, sich im Kampf herauszufordern. Wenn du einen Raum mit Feinden besiegst, öffnet sich der nächste Raum. Spülen und wiederholen, bis du entweder siegreich bist oder nicht siegreich bist. Rinse and repeat, alles klar. Die Herausforderungen werden natürlich immer schwieriger, je tiefer du in den Dungeon der Prüfungen vordringst. Aber mach dir keine Sorgen, wenn du jemals überwältigst und besiegt wirst, ziehe ich dich heraus und bringe dich hierher zurück. Gesund, munter und ohne Kosten für dich. Hä? Wer bist du denn? Ich? Verdammt, ich mag einfach den Adrenalinrausch. Ich werde hier sein und dir jede Hilfe geben, die du brauchst. Ich werde dich mit Interesse beobachten, LeFlay. Folgt mir auf YouTube. Wegen der Schatztruhe. Ja, das verstehen wir schon. Wir müssen die Eierebenen abschließen, aber wir fragen mal gerade. Diese Truhen wurden mit uralter Magie versiegelt. Oder vielleicht sind sie nur sehr fest verschlossen. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, während du dich durch den Kerker kämpfst, könntest du auf Spezialschlüsse stoßen, mit denen du die Truhen öffnen kannst. Ich bin mir sicher, dass das, was sich in ihnen befindet, es wert ist. Hä? Ja, danke. Daher mit ihm reden. Ich würde einfach mal die erste Ebene gucken, was passiert. Und wir können eh nichts mitnehmen, dann müssen wir eh zurück. Hä? Da hast du's. Das ist der Geist, den ich sehen will. Du solltest aber daran denken, dass der Kerker der Prüfungen deine Herausforderung nur einmal am Tag beachtet. Wenn du besiegt wirst oder gehst, dann bist du für heute raus. Wohin gehst du also heute? Okay, wir müssen 10 Etagen am Stück machen, um überspringen zu können. Wir machen einen und gehen raus. In Ordnung, das Tor ist offen. Los geht alles, was ihr habt. Wir gucken uns das einfach mal an, was hier passiert so. Wow, bin mega beeindruckt. Das war's schon, das war Ebene 1. Oder wie sieht das aus? Ja, nun, also, ich meine, klar, die werden schwieriger, vor allen Dingen, das sind ja jetzt gerade echt noch sehr einfache Gegner. Aber ich habe eher das Gefühl, dass unsere Tageslänge unser Problem wird. Können wir uns da unten mal gerade Mana reinballern? Weil wir haben nicht unbedingt die Zeit, die alle einzeln abzuknallen, wie es aussieht. Das, also bei den Bossen geht das ganz gut, wenn das nur einer ist. Aber nun ja. 60 Münzen.
Okay, die Affen könnten nervig werden. Ja, die machen nur 3 Schaden, das geht ja. Was haben wir eigentlich inzwischen für eine Verteidigung? Würde sich das lohnen, die nochmal ein bisschen hochzuprügeln? Verteidigung 20. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so viel. Hätte ich jetzt behauptet. Hat irgendwer mitgezählt? Ich habe keine Ahnung, wie weit wir sind. Oder ob die Ebene quasi immer noch nicht abgeschlossen ist. Oder steht das hier irgendwo, wie weit wir sind? Das wäre vielleicht ganz interessant zu wissen. Oh, die machen schon 14. Das ist ja ein bisschen mehr. Dann können wir doch mal von unserem Kleingedöns hier ein bisschen was reindrücken. Gibt auch ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Aber dann kriegen wir ein paar Slots frei. Ja, habe ich mir schwieriger vorgestellt. Ah, das sieht interessanter aus. Oder auch nicht. Ah, gibt ganz gut Münzen. Kann man nicht anders sagen. Wir machen wieder nur 3. Die sind offenbar nicht so stark. Reflect-Effekt. Wenn wir hier noch den Doktorfisch können wir uns reindrücken, dann haben wir wieder einen Slot frei. Ah, wir können verlassen. Gut zu wissen, aber jetzt sind wir gerade drin. Jetzt lohnt sich das ja auch nicht mehr. Ja. Aber nochmal, auf welcher Ebene sind wir eigentlich gerade? Ja, der hält viel aus. Aber sonst passiert hier ja dann auch nicht so viel, ne? Und wir haben jetzt leider auch gleich schon 18 Uhr. Da wird es jetzt komplizierter mit dem Ausweichen bei der Bulletell. Haben wir noch was? Ja, wir haben noch Heiltränke. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Geringer Bonus an Zauberschaden. Warum eigentlich nicht? Ach, der kostet nur 11. Ja, das geht ja voll klar. Das kriegen wir jetzt auch mit der Armbrust wieder weg. Sollte mich nicht immer so in die Ecke drängen lassen. Jo, den rein. Na, und dann geben nur Mana, du gibst Leben. Rein damit. Rein damit. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Das ist doch schön, aber wir haben leider jetzt auch 19 Uhr. Ich würde sagen, wir gehen noch bis zum nächsten Boss und dann machen wir Feierabend. Falls wir das überleben, dann inzwischen machen die auch ein bisschen Schaden, die Viecher. Wir haben doch hier noch Heiltränke. Einfach mal so ein, da bringen wir direkt 60. Oh, 2 Bosse direkt. Oh, 17 Schaden, das ist aber nicht so schön. Das hingegen ist sehr schön. Ja, jetzt ist ja auch egal, ne?
Ich kann nichts für die AI. Das habe ich nicht programmiert. Was soll ich machen? Gehen wir mal raus gleich, würde ich sagen. Und dann sehen wir ja hoffentlich, bis zu welcher Ebene wir es tatsächlich geschafft haben. Ich denke, wir gehen jetzt einen weiter und dann direkt raus. Oder wie sieht's aus? Du hast das 21. Stockwerk erreicht. Ach was, hier ist deine Belohnung. Wir bekommen Etage 20 Dungeon-Schlüssel. Nehmen wir die Kampf-EP mit. Gut, dann können wir hier jetzt wahrscheinlich irgendwas öffnen. Granatapfel der Macht. Waffenrock des Kriegers. Goldener Sternenzahnrad. Goldener Zahnrad. Das ist schwierig. Das ist noch verschlossen. Das ist offen. Das ist offen. Gucken wir uns. Wir sind voll. Ich wollte sagen, wir gucken uns das gleich alles an, aber ja, dann essen wir eben noch einen Goldfisch, würde ich sagen. Und können wir das auch aufmachen? 30. Etage, alles klar, kriegen wir hin. Aber nicht mehr heute. Jetzt erstmal zurück. Dann war das mit dem Schleim auf jeden Fall auch endlich mal gemacht. Das müssten wir in der Tasche haben, dann passt das auch. Gut, Fische können wir uns jetzt natürlich auch nicht holen, weil wir komplett voll sind. Aber das war doch wenigstens mal ein bisschen was anderes zwischendurch. Dann können wir morgen wieder in den üblichen Trott verfallen. Ist jetzt gut mit den Angriffen, ja? Dankeschön. Yo. Aber es war mir wirklich ein Anliegen, das mit dem großen Schleim endlich mal zu erledigen. Das hatte ich jetzt so lange im Kopf und dann haben wir es rausgezögert wegen der Armbrust. Also wir wollten auf die Armbrust warten, um ihn herauszufordern. Und dann, das ist Monster, das ist Monster, das ist ein Mini, das können wir gleich eben freilassen. Blaukieme, Dorade haben wir, glaube ich, schon. Roter Krawattenkopie, Käufisch, Lachs. Die gucken wir uns gleich an. Können wir aus irgendwas Sushi machen? Wir haben das rausgezögert, weil wir die Armbrust haben wollten. Und dann hatten wir die Armbrust und dann war aber so viel anderes Zeug zu tun. Bla bla bla. Ihr wart ja dabei, eigentlich muss ich euch das nicht vorkauen. Aber auf jeden Fall kann Kerkertruhen bis zum 20. Stockwerk öffnen. Ja, kommt glaube ich dann auch erstmal in die Truhe am ehesten. Apropos Truhe, die hier können wir eigentlich mal komplett leer machen, damit wir die vielleicht woanders hinsetzen können. Den Wasserkristall einsortieren, der müsste ein daneben sein, da nämlich. Dann, ja, die ist okay. Und dann haben wir hier noch Orangenbaum. Die würde ich irgendwo unten in der Nähe der Plantage zumindest anpflanzen. Aber ich würde auch noch auf den Festtag warten und gucken, ob wir davon noch mehr kaufen können. So, dann haben wir Pfirsiche. Wir haben viel zu viele Pilze dabei, aber die können wir gleich alle in die Truhe schmeißen einfach. Gut, dann können wir den Schleim freilassen. Viel Spaß. Ich hoffe, du amüsierst dich. Und dann haben wir die Truhe hier quasi leer. Hier das Düngerzeug noch und verbesserter Feuerdünger auch noch. Packen wir am besten zum Saatgut, oder? Und wieder daneben. Nochmal packen wir am besten zum Saatgut das Düngergedöns. So, dann haben wir noch Marken, die haben wir da gesammelt und den Sumitbaren, den können wir hier mit reinschmeißen. Die Fische können wir alle ins Portal werfen. Moment, ich gucke eben, ob wir eine Dorade schon da liegen haben. Müssten wir aber eigentlich. Haben wir. Dann haben wir es. Gut, das ist Küche. Die Steine kommen auch wieder hier rein.
Jo, das ist Küche, die gucken wir uns gleich alle an. Das können wir mitnehmen zum selber essen. Der Ring bleibt dabei, hätten wir eigentlich anziehen können. Aber haben wir jetzt nicht gemacht. So, Honig zum Essen. Gut. Diese Truhe, würde ich sagen, nehmen wir mit rein. So, was haben wir jetzt bekommen hier? Ein Wappen des Kämpfers. Ein Wappen, das angeblich von einem legendären Kämpfer getragen wurde. Ob die Legenden nun wahr sind oder nicht, das Tragen des Wappens erhöht deine Kampfkraft. Du kannst diesen Gegenstand ablegen. Erhöht dauerhaft deinen Angriffsschaden um 5. Das heißt, wir können das in die Truhe hauen, oder? Ist das mit all diesen Dingen so, die wir gerade gefunden haben? Waffenrock des Kriegers. Es heißt, er sei von einem legendären Waffenschmied geschmiedet worden. Mit diesem Panzer fühlst du dich so unbezwingbar wie die Berge. Erhöht deine Verteidigung um 4. Wahrscheinlich genau der gleiche Spaß. Dann haben wir einen zeremoniellen Dolch, ein goldener Dolch mit einem blutroten Rubin in seinem Knauf. Was auch immer der Zweck dieses Dolches war, er wurde auf jeden Fall schon oft benutzt. Erhöht dauerhaft deinen kritischen Schaden um 15%. Das war's. Na nee, da haben wir noch goldener Sternenzahnrad. Dieses merkwürdige Gerät ist zweifellos sehr alt. Sieht aber aus, als wäre es noch neu hergestellt worden. Woher stammt es und wie ist es in einer Höhle gelandet? Erhöht dauerhaft dein Angriffstempo um 6%. Packen wir das hier mit in die Truhe oder? Weil da haben wir ja auch schon hier das Siegel. Erhöht dein maximales Mana um 10. Das passt ja zumindest thematisch dazu. Oh, da haben wir noch was. Granatapfel der Macht. Ein legendäres Schmuckstück, hergestellt von einem alten Volk. Er enthält die Essenz eines gesegneten Granatapfels und gibt ein wenig von dieser Kraft an seinen Besitzer weiter. Erhöht dauerhaft deine Kampferfahrung um 5%. Okay. Eigentlich eine ganz gute Ausbeute für wir gucken einfach mal. Irgendwie vermisse ich einen Brief. Haben wir den irgendwo abgelegt? Oder haben wir den abgegeben? Daten wir schon 3? Ja, stimmt. Lynn haben wir auch. Ja, alles gut. Okay, dann hauen wir noch unsere Kartoffeln weg gerade. Und unser Zucker ist teilweise fertig. Ich erinnere mich, wir wollten eine zusätzliche Backstation bauen und brauchten dafür Zucker. Kriegen wir das gerade noch hin? Ich meine, wenn wir sowieso an die Kisten einfach so kommen, dann müssen wir ja jetzt nicht mal groß rumreisen dafür. Wir bauen einfach noch eine Bäckerstation. 38 Minuten und dann ist sie fertig. Das heißt, morgen früh können wir uns die abholen gehen. Und bis dahin nehmen wir hier das Zeug schon mal mit. Legen die Tortenkruste ab und den Zucker. Den Schlüssel. Du kannst diesen Gegenstand ablegen. Finde ich gut. Dann kommt er auch einfach hier mit in die Truhe. So. Die Kiste würde ich erstmal hier irgendwie platzieren, weil ich noch nicht genau weiß, was ich da reinschmeiße. Wir merken uns einfach mal, dass wir noch eine Kiste zur Verfügung falls noch irgendwas ist. Gut. Ich würde sagen, wir gehen schlafen. Na, jetzt lohnt sich halt nicht mehr für 20 Minuten irgendwas anzufangen. Gehen wir einfach mal ein bisschen früher ins Bett. Und schlafen natürlich die ganze Nacht durch. Für 1900 Erfahrung. Könnte passen. 5500 Gold und mehr haben wir heute auch nicht verdient.